Ein Österreicher ist auf jeden Fall am Stockerl. Stefan Kraft. Manuel Fettner könnte noch dazukommen und die Verkürzung, die ist jetzt irgendwie eine logische Folge. Ja. Domen Preutz, wenn er wieder gewinnen will, dann braucht er 136 Meter. Der Slowene, der heuer allen auf und davon fliegt und er fliegt schon wieder allen auf und davon. Wahnsinnssaison. Es ist der vierte Saisonsieg für Domen Preutz im siebten Bewerb. Ein Wahnsinn. Wahnsinn. Den springt wieder über die Hillsides. Und wie locker der den unten einsetzt. Also, es ist halt wieder so, wieder ein bisschen weniger Rückenwind am Schluss, die besten. Wahnsinn, wie cool der ist. 17 Jahre. Schau, und er fährt die Arme noch ein bisschen außen hinterm Körper. Dadurch kann er nur extremere Vorlagen springen. Voll dosiert. 141,5 Meter. Kamil ist doch geschlagen, aber zweiter Platz, Top-Leistung von ihm. Es gewinnt Domen Preutz vor Kamil Stoch und Stefan Kraft, wieder ein Österreicher am Stockerl. Schönes Ergebnis auch aus mannschaftlicher Sicht. Jetzt haben wir es offiziell. Domen Preutz ist der Sieger heute. Manuel Fettner knapp wieder am Stockerl vorbei. An vierter Stelle, trotzdem super Aufholjagd im zweiten Durchgang. Und hinter Markus Eisenbichler ist auch Michael Heiberg als Sechster top platziert, hat einen großen Sprung nach vorne gemacht und sich um 10 Plätze verbessert. Verbessert hat sich auch Andi Kofler, der belegt Platz 14. Und Markus Schiffner in der Endabrechnung auf Rang 25.